In Bloons muss man diese Ballons vom Ende des Weges weghalten. Um dies zu bewältigen, bekommt man eine gewisse Geldsumme, mit welcher man sich Affen kaufen kann, welche die Bloons abschießen und mich somit am Leben halten. Denn wenn alle Leben weg sind, hat man verloren. Diese Affen kann man auf 3 verschiedenen Wegen upgraden und außerdem wird das Spiel mit einem Helden sehr viel einfacher. Nothing gets past my bow. Aber nicht nur durch Helden, sondern auch durch die Auswahl der Karte kann man sich diese Aufgabe erleichtern, denn es gibt viele verschiedene Karten, welche alle in die gleichen Spielmodi unterteilt sind. Und zwar leicht, normal und schwer. Wenn man jetzt also hobbylos genug ist und jeden Spielmodus durchspielt, bekommt man diese schwarze Umrandung um die Karte. Da ich dies bis jetzt nur bei Maps in der einfachen Kategorie geschafft habe, werde ich das Ganze heute bei einer Experten-Map probieren. Und da ich auf Inferno schon schwer geschafft habe, probieren wir das auf Inferno. Um dabei überhaupt eine Chance zu haben, brauche ich also eine Strategie, durch die ich die Affen optimal positionieren und upgraden kann. Mal sehen, ob ich es schaffe, diese Herausforderung zu meistern. Diese 3 Kategorien sind nochmal in verschiedene Modi aufgeteilt und ich würde sagen, wir starten mit alternativen Bloon-Runden. Ich habe also mit einem Boomerang-Affen angefangen, was mir bereits in Runde 5 auf die Füße gefallen ist, da hier diese Tarn-Bloons kamen, welche der einfach nicht sehen kann. Also muss ich hier schon das erste Mal neu starten. Mit dem neuen Wissen habe ich in der zweiten Runde also direkt mit Snipern angefangen, was auch sehr gut lief, bis dann in Runde 40 dieser fette Zeppelin aufgetaucht ist, welchen ich auch einfach platt gemacht habe. Nur 3 Runden danach hatte ich allerdings leider schon das nächste Problem, denn hier kamen 2 Moabs auf dem anderen Pfad raus. Hier hatte ich trotz jeglichen Versuchen keine Möglichkeit gefunden, diese zu besiegen und musste also vorerst meine Niederlage akzeptieren. Also habe ich mich dann doch erstmal an einfach probiert, was auch sehr viel einfacher war, da ich direkt meinen Held platzieren konnte, welcher die ganzen 40 Runden eigentlich hätte alleine spielen können. Aber ich habe noch einen Heli geholt, sodass ich den Moab in Runde 40 auch richtig zerschmettert habe. So habe ich also meinen ersten Sieg geholt und mit der gleichen Strategie habe ich auch in den anderen einfachen Modi gewonnen. Also damit meine ich Deflation oder Luft ablassen auf Deutsch, denn in diesem Modus hier darf ich nur Primäraffen, also diese blauen Dudes da verwenden. Also habe ich den Helikopter in meiner Strategie einfach mit einem Bumerang-Affen und einem normalen Dartpfeilaffen ersetzt und dadurch auch easy die Runde gewonnen. Mit den einfachen Modi bewältigt, gehen wir nun zu der normalen Schwierigkeit weiter und hier muss ich 20 Runden länger durchhalten, was ich allerdings mit meiner Anfangsstrategie trotz des BFB in Runde 60 relativ easy geschafft habe. Aber neben dem normalen Modus gibt es hier auch noch den Modus rückwärts, wo die Bloons einfach rückwärts die Strecke lang fliegen. Da hat die gleiche Strategie natürlich auch funktioniert. Den Modus mit nur Militäraffen, also den grünen Dudes. Hier musste ich einfach nur auf den Boomerang-Affen verzichten, konnte aber trotzdem noch meinen Heli verwenden. Und Apocalypse. In diesem Modus werden die Runden mit der Zeit schwieriger, also wie in jedem anderen Modus. Aber hier starten die Runden automatisch und es gibt keinen Weg für mich, sie aufzuhalten. Außerdem, wenn eine Runde komplett ausgesendet ist, wird direkt die nächste angefangen. Egal, ob ich die Bloons bereits besiegt habe oder nicht. Aber auch hier hat die gleiche Strategie zum Glück noch funktioniert. Jetzt habe ich also schon mal den silbernen Rand um die Karte und jetzt fehlt nur noch der schwere Teil. Hier muss ich mir leider eine neue Strategie ausdenken, da ich am Anfang nicht mehr genug Geld habe, um direkt meinen Helden zu platzieren. Also fangen wir erstmal mit der oberen Reihe und hier mit nur Zauberaffen an. Also auf Deutsch diese lilanen Dudes. Also habe ich hier bei meiner neuen Strategie mit Ninjas angefangen, denn mit Ninjas kann man eigentlich nie falsch liegen. In Runde 63 habe ich noch ein paar sehr viele Druiden an dieser Seite hier ergänzt, da die sehr gut gegen große Bloon-Gruppen sind. In Runde 78 habe ich leider kurz verloren, aber dann habe ich einfach 400 Affengeld gezahlt, um weitermachen zu können. Denn dann habe ich die Runde nach ein bisschen rumgetüftelt tatsächlich auch noch geschafft. Und dann kam in Runde 80 die größte Herausforderung von dieser Mission, und zwar der ZOMG mit 4 BFBs drin, die jeweils wieder 4 Moabs drin haben. Ich denke, ihr versteht das Ganze so langsam. Allerdings konnte ich den mit meinem Setup auch ganz gut platt machen, wodurch ich nur Zauberaffen abgeschlossen habe. Jetzt kommt allerdings auch ein relativ schwieriger Modus, und zwar Doppel-HP-Moab. Wir haben diese fetten Schiffe da mit Bloons drin, halt einfach, wie der Name sagt, doppelt so viel HP. Was mich aber nicht davon aufhalten konnte, diesen Modus auch mit einer sehr ähnlichen Strategie anzugehen. Und in Runde 40 wurde es nicht wirklich knapp, in Runde 80 war es schon knapper, also die Bloons haben es bis zur Hälfte vom Weg geschafft, aber natürlich trotzdem noch ein easy win. Und dann sind wir auch schon beim letzten Modus aus der oberen Reihe, halbes Geld. Ich denke, der Name erklärt schon ganz gut. Ich kriege einfach nur die Hälfte von meinem Geld, das ich normalerweise hätte, was meine Strategie ein bisschen durcheinander werfen könnte, was das Ganze auch zum zweitschwersten Modus macht. Oh, nice, Level up. Trotz, dass ich nur die Hälfte von meinem Geld habe, war also der Modus trotzdem noch relativ easy. Musste mich zwar am Ende einmal weiterkaufen, weil ich bei der einen Runde einfach nicht weiterkam, aber letztendlich habe ich den Modus auch geschafft und somit die obere Reihe
abgeschlossen. Also muss ich jetzt wohl oder übel mit der unteren Reihe weitermachen und als erstes mit alternative Blumenrunden, dem Modus, wo wir am Anfang schon gescheitert sind. Aber mit meinem neuen Wissen über die Map durch die anderen Modi, habe ich hier einfach wieder meine Sniper-Strategie aufgegriffen, noch ein bisschen verfeinert und einfach jede Menge Sniper an den Rand hier gespammt. Und damit habe ich den Modus tatsächlich dann auch geschafft. Jetzt sind nur noch zwei Spielmodi übrig und beide gehen bis Runde 100. Das Ganze bringt neue Herausforderungen wie zum Beispiel DDTs oder auch den BAD in Runde 100. Auf Unplatzbar ist das Ganze noch relativ einfach zu besiegen, da man hier noch alle Features hat, sich weiterkaufen kann etc. Aber in Chimps ist das alles deaktiviert und somit ist das die ultimative Herausforderung. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir Unplatzbar schaffen. Was allerdings mit meiner vorherigen Strategie auch möglich sein sollte. Jetzt ist also nur noch der Endgegner aka Chimps übrig. Hier habe ich erstmal die gleiche Strategie aus Unplatzbar probiert, mit dem Permacharge-Boomerang in der Mitte und jede Menge U-Booten oben und unten links. Und natürlich mit dem Erzmagier oben in der Mitte, der ist sehr wichtig gegen die DDTs. Allerdings hatte ich in dem Unplatzbar-Versuch unten in der Mitte einen Glaive-Lord stehen anstatt eines Permacharges, was mir hier in Runde 98 auf die Füße gefallen ist, weshalb der erste Versuch trotz jede Menge Versuchen gescheitert ist. Aber so leicht lasse ich mich natürlich nicht unterkriegen, deswegen Versuch 2 mit einem ziemlich ähnlichen Setup, aber ein paar anderen Upgrades und natürlich noch einem Glaive Lord hier oben, weil ich den unteren Turm ja nicht verkaufen kann, da es Chimps ist. Das Placement von dem oberen Turm ist sehr suboptimal, weshalb ich hier auch einmal Runde 98 gefailt habe. Aber ihr seht es ja, beim zweiten Versuch hat die Runde geklappt und Runde 99 auch beim zweiten Versuch erst und Runde 100 war dann auch kein Problem mehr. Let's go! Wir haben es geschafft! Jetzt, wo wir alle Spielmodi besiegt haben, bleibt nur noch übrig, den schwarzen Rahmen anzu... Oh. Right, man darf ja nicht ins Home-Menü, während man Chimps spielt.